Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in Sinless to Die. Herzlich willkommen bei Seele der Mutter. Wir sind hier immer noch mit der Förderrolle beschäftigt. Und ja, warum habe ich das jetzt ausnahmsweise mal auf diesen Weg gelöst? Ganz einfach, es kann sich echt noch lange hinziehen. Ich muss erstmal nach Hause, muss mir irgendwie Shotgun, das heißt, ich musste erstmal umlaufen und anschließend hier wieder hin. Weil ich brauche Shotgun-Munition. Ja, das ist mir jetzt mal gerade... Oh oh. Oh oh. Die haben sich hier auf der Ecke verteilt, habe ich das Gefühl. Ich habe mir den Splint noch gar nicht gemacht. Alter Schwede, bin ich der Bad. Jetzt mal ganz kurz ein bisschen Luft für den Splint. Nur ein bisschen Luft, mehr will ich nicht. Splint, da ist er. Kann ich natürlich nicht, weil... Wo ist es? Ich habe doch eben... Ach, verdammt. Ich habe doch eben Stoff gesammelt. So, wo ist er denn? Da. Sehr schön. Und sehr schön. Kann... Nee, kann nicht weg, weil... So, haben wir. Ja, ich weiß. So. Dann, ja, dann folgt mir einfach nach Hause. Und dann ist gut. Ja. Eieieiei, das wird jetzt gleich auf jeden Fall nochmal lustig. Aber, kriegen wir dann auch hin. Das ist ein richtig weiter Weg hier. Und dann könnte ich mal ein bisschen was... Also, die Horden, hast du jetzt gesehen, Josie, die funktionieren schon noch. Das ist, die haben wir nur irgendwie verpasst. So, da komme ich doch jetzt gar nicht hoch. Doch hier, nee, habe ich mir auch keinen Weg gelassen. Ich habe mir doch irgendwie einen Weg nach oben gebuddelt, oder? Ja, hier, meine ich doch. So. Und da gehen wir aber gleich nochmal hin, weil ich würde ganz gerne die Ferrets, die noch da sind, die würde ich ganz gerne mitnehmen. Ich schmeiße jetzt einfach den ganzen Kram, den ich habe, erstmal irgendwo hin, dass ich auch wieder Platz habe. Da seht ihr, da habe ich das Dach schon fertig gemacht. Weil das ist ja auch, da wisst ihr ja auch mittlerweile, wie das funktioniert. Und da habe ich mir gedacht, einfach mal kurz warten. Die angepflanzten Bäume sind gewachsen, wie schön. So, den hier rein. Erstmal alles nur weg. Alles erstmal nur weg. Das kann ich dann später sortieren. Nur, jetzt geht es halt darum... Na gut, die kann ich gleich dahin packen, wo sie hingehören, die Sachen. Die gehört dorthin. Das auch erstmal. Nee, da kann ich auch gleich dahin packen, wo sie hingehört. Komm. Weil das gehört hierhin. Dort. So. Habe ich doch keine Munition mehr. Verdammt. Ach, ich habe ja schon lila vor ihm. Das ist ja mal schick. Und hier. Habe ich denn noch... Ich habe Gunpowder. Da habe ich LED. Okay. So. Nee. Doch, den wandeln wir dann auch um. So. Ich habe Gunpowder. Ich habe Bücher. Habe ich das eine Buch jetzt irgendwo anders hingepackt? Und ich habe hier. So, machen wir ganz schnell hin. Reicht. Und machen wir uns direkt was mehr. Wir haben hier noch genug Zeugs. Da haben wir noch mehr Gunpowder. Und da haben wir noch mehr Papier. Gut. Die, ach, die nutzen mir jetzt gerade nichts. So. Dort sind sie. Alles klar, dann machen wir da nämlich gleich hin. Oh, mach hin, mach hin. Ich will meine Ferrets haben. Ah, das reicht nicht. Ach, die kann ich auch mal hier lassen. Die stören mich jetzt gerade auch nur. Die Eier kann ich auch hier lassen.
sonst noch irgendwas? Da habe ich ja noch sowas. Gehört hier rein. Kann auch hier bleiben. Wir können nämlich dann gleich auch umziehen. Und dann wird es ganz schnell Zeit, dass ich die Mauer hier hochgebaut kriege. Und dazu muss ich noch Eisen kloppen. Das heißt, wir werden wieder ein paar Tage überspringen. Das wird dann die Tage sein, wo ich Eisen kloppe. Das Haus muss ich vorher noch abstecken, damit ich weiß, welche Größe ich brauche. Das wird dann... Ja, das ist gut. Das reicht. So, Shotgun. Dort. So, okay. Den anderen Kram tun wir hier wieder rein. Und fertig ist, das soll reichen. So, das passt zusammen. So, jetzt dürft ihr wiederkommen. Erstmal gucken, wo ihr denn seid. Da wollte ich hin. Ach, gerade mal 19 Schuss. So. Das heißt, ich muss zwischendurch mal einmal den Rucksack aufmachen. Dann wird die Munition auch passend gelegt. Hammer, wo seid ihr denn? Das ist nur eine einzelne Dudeltante. Oh. Nein, ist, was ich übersehen hatte, wie schön. So, mal gucken, ob die da noch sind. Das ist jetzt mal Ben, dieser Einzelne. Oder ob die jetzt weggespawnt sind. Das kann natürlich auch sein, weil die ja nach einer Weile wegspawnen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen Munition. Ja, es sieht auch so aus, als wären sie es. Das ist echt mal schade. Die Ferrets, die hätte ich echt gerne mitgenommen. Aber mit dem, was ich da jetzt eben hatte, konnte ich das nicht mehr. Das war schlichtweg nicht mehr drin. Ja, nee, ist klar. Geh weg, du und du. Geh weg. Infektion. Na gut, dass ich Antibiotika habe. Sie sind also doch noch nicht so ganz weg. Hey, seit wann ist das denn? Finde ich cool. Ich höre da noch einen. Ich höre da noch einen Hund. Jetzt wisst ihr, warum ich erst nach Hause. Das ist, die habe ich alle noch nicht mitgenommen. Das ist cool. Wo bist du denn? Da oben kommt jetzt auf jeden Fall noch ein Schwung. Ah, da. Ja, war ja klar. Das gibt's doch gar nicht. Wieso kriege ich den nicht mit dem ersten Schuss kaputt? Hm, da ist der Fell. Oh, 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 oh. Sekunde. Wartet mal, ich muss mal ganz kurz meine Munition holen. Das muss jetzt reichen. Ja, komm, ist wurscht. Okay. Muss sitzen, habe ich gesagt. Wollte ich sagen. Da hat er gesessen, wie schön. Das kann ich brauchen. Sobald ich denn mal meine Zweitwaffe kriege. Sitzt. Sehr schön. Und. Hier kann ich. Oh, Alter. Gänsehaut. Gänsehaut war der schnell hier. So, wo kommt? Dort kommt. Ist das Spucker? Nee, aber ein Ferrel. Sehr schön. Nö, kein Spucker. Nein. Noch ein Hund. Und, Fällst du wohl um? Ich habe da weder Lust noch... Jetzt muss ich hier mal einmal so durchlaufen. Das ist sehr schön, der ist weg.
Also schön herangehen und weg damit. Das ist doch gut. So. Nee, jetzt kommen die von da auch noch. Warte mal. Die fallen hier alle noch runter. Ja, hallo. So. Mehrere Fans. Ich habe den da hinten getroffen. Habt ihr das gesehen? Wuppert seinen Kopf. Oh, drei Ferrets, das ist schön. Warte mal, dann machen wir etwas anders. Wir müssen jetzt gerade mal zu nah. Und vor allen Dingen auch zu schnell. So, warte mal, Ferret. Warte mal, du, ich möchte erstmal, was langsam und blöd ist, weg haben. Und dann kann ich mich um euch kümmern. Nicht getroffen, na super. So, der ist weg. Jetzt kommt. Drei Stück. Das ist doch schick. Und umfallen bitte. Das macht nichts. Ich nehme euch auch außerhalb der Reihe. Das allerdings dann gefällt mir gar nicht. So. Jetzt müssen wir warten. Warte. Jetzt müsst ihr mal einmal kurz Geduld haben, Kinas. Ja, ich weiß. Das war ein Treffer. Und, komm. Verdammt, das war ein Hund. Ich glaub das nicht. Da habe ich zu spät reagiert. Warum bellen die nicht mehr dann? Ich meine einfach nur diese Trippelschritte, da weiß man das nicht immer. Warum bellen die nicht mehr? Ich mag das nicht, wegen so blöden Sachen drauf zu gehen. Wenn ich umzingelt bin von Zombies, dann muss ich mich wenigstens auf die Geräusche verlassen können. Na gut, das war der erste Tod. Muss ich mit leben. Und jetzt muss ich irgendwie an meine Sachen rankommen. Und das, wo dort ein Hund in der Nähe ist. Na, wie schön. Okay. Na, hatten wir das schon? Nee, das hatten wir auch noch nicht. Ach, was soll's. Ist halt so. Muss ich jetzt mit leben. Ich wollte nicht sterben, jetzt bin ich's dann doch. Na gut. Hauptsache, ich komme jetzt irgendwie an meinen Rucksack dran, ohne auf den Hund zu treffen. Ansonsten habe ich Problem. Weil kein Ersatzkram. Und so ohne Ersatzkram ist auch doof. Ach nee, sind die dann jetzt alle weggespawnt, wenn man, nee, Quatsch. Das ist doch Blödsinn. Ah, ah, ah. Was soll denn das? Och nö. Das willst du mir jetzt aber nicht erzählen, oder? Wo ist mein Rucksack? Dort. Okay. Aber die ganzen Zombies sind weggespawnt. Und natürlich, ja klar, das hier ist auch so weit weg. Aber ganz ehrlich, das ist mir, habe ich noch nicht gemacht. Okay, dann, wo haben wir denn jetzt den ganzen Kram so? So, die einmal dorn. Ja. Dann so und Munition und das. Das, nein. Das, so ist richtig. So, die Schaufel, die gehört wieder dorthin. Die Axt gehört dorthin. Das gehört dorthin. Gut, das dort. Haben wir doch dann gleich alles wieder. Nee, jetzt bleibt man einfach mal weg, Nass. So, Crafting. Können wir das hier direkt machen. Und dann muss ich retour. Weil da ist dann gleich wieder Nacht.
Na gut, die Zombies sind eh jetzt hier alle weggespawnt, von daher ist das relativ. Aber es ist auch irgendwo schade, weil die drei Ferrets hätte ich echt gern noch mitgenommen. Jeder, der mir jetzt hier zu nahe kommt, der wird einfach nur... Die sind nicht weg. Verdammt, die sind alle noch da. Okay. So lange habe ich noch nie mit einer Ferret verbracht, aber letztendlich liegt es nur daran. Und Hund. Und Hund. Weil ich halt hier echt Schwierigkeiten habe, natürlich. Ich kann nicht hier reingucken. Dort muss ich hin. Und das muss ich jetzt schnell. Das muss ich jetzt richtig schnell. Ja, letztendlich liegt es natürlich daran, weil ich hier keine ordentlichen Verteidigungsmöglichkeiten habe, ne? Jo, ist klar. Ah, jetzt kannst du mich mal. Habe ich Fackeln mit? Weiß ich nicht. Ja, das ist alles, was ich machen kann. Ich kann nicht, ja, habe ich. Ich kann mich nur verkriechen. Weil jetzt, wenn die jetzt gleich wieder anfangen zu laufen, Problem. Das schaffe ich ja gar nicht. Okay. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen blöd irgendwo, aber was soll ich anders machen, Kinders, ne? Was soll ich anders machen? Würde ich ja gern anders, aber geht halt nicht. Ob wir dahinter vielleicht noch was finden? So, jetzt gucken wir mal hier. Weil, den Miningham habe ich jetzt auch nicht mehr mit, ne? Na ne? So. Achso, da ist Dingens. Und wo war jetzt die Kohle? Hier? Ich glaube ja. Hier muss doch irgendwo... Ah, hier war die Kohle. Genau. Und, ja, die habe ich jetzt aber... Ich kann gar nichts hier in der Richtung machen. Hier ist die ganze Kohle. Das heißt... Ich muss hier ein bisschen Wasser wegmachen. Komme ich aber jetzt nicht ran. Auch doof. Naja, ich könnte aber hier schon mal anfangen. Ich habe ja die Schaufel mit. Ich habe auch noch ein paar von den Dingen. So ohne Mining Helm muss ich mir jetzt erstmal irgendwie anders Licht machen. Machen wir hier hin. Ja, das ist dann tatsächlich mal Überleben in schwierigen Situationen. Alter Schwede. Habe ich mich gerade an den Satz erinnert. Also TM woanders. Oder wie war das? So. Wenn ich mich hier... Da komme ich aber dann... Na? So. Okay, das könnte sogar funktionieren. Aber hier ist es schon wieder, lohnt sich schon fast gar nicht mehr. Nee, gib mir davon mal. Ach, mein erster Tod. Ich bin enttäuscht. Absolut. Ja, da kriege ich noch Kohle, weil die brauche ich in vielen Variationen für Verschiedenes. Nein, jetzt habe ich Mist gebaut, oder? Habe ich? Habe ich nicht? Doch, ich habe. Ich habe. Na gut. Dann kann ich das jetzt auch knicken. Was mache ich denn? Die nehmen wir auf jeden Fall erstmal mit. So, da hinten war auch nichts mehr. Dann haben wir jetzt hier noch das LED. Das brauche ich auch. Da hinten... Ich wollte noch in die andere Höhle rein. Die müssen wir unbedingt mal checken, was da drin ist, weil ich brauche einfach noch Eisen. Ja, wo ist denn jetzt das LED?
Okay, und dann ging das doch hier rum und... Ach, da unten. Nee. Da war doch jetzt kein LED gewesen. Habe ich das hier komplett? Nein. Jetzt komme ich aber mal ernsthaft durcheinander hier. Ah, ich glaube, ich weiß wo. Ich muss hier runter und dann muss ich hier runter. Und dann haben wir auch das LED. Dann passt das auch. Kann ich mich hier noch ein bisschen reingraben. Nochmal so. So und so. Dann haben wir auch genug Licht. Denke ich. Ja. Dann kann ich mich nämlich da einfach mal ein bisschen durchgraben. Alles ist gut. Wir haben immer noch so 2-3 Minuten. Und dann sehen wir uns nämlich am nächsten Morgen wieder. Wenn wir hoffentlich die restlichen Zombies werden. Ich muss trotzdem immer noch ein bisschen Munition sparen. Jetzt habe ich einen Teil der Munition verloren. Nicht gut. Und von daher muss ich mal gucken, was ich da mache. So, meine Lieben. Ich lasse das hier jetzt erstmal so und ja, dann hören und stören wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst einfach einen Daumen hoch da. Einen kann ich eigentlich hier lassen, aber hier, wo es LED ist. So. Und dann hören und stören wir uns nämlich in der nächsten Folge am nächsten Morgen. Also, bis dahin. Bye, bye.